Wer geglaubt hat, die Union kann nicht mehr tiefer sinken, der sollte sich diese Debatte im Bundestag ansehen. Kollege Ilsdorfer, Sie haben gerade vorhin gesagt, dass Sie es für wichtig finden, dass man diese Corona-Zeit aufarbeitet, um daraus für die Zukunft die logischen Konsequenzen zu ziehen und daraus zu lernen. Jetzt haben Sie gerade auch das wieder bestätigt, indem Sie hier genickt haben. Wie können Sie dann sagen, dass Sie keinen Untersuchungsausschuss wollen? Denn der Untersuchungsausschuss ist doch das ideale Mittel, um aufzuarbeiten, was alles passiert ist, um das entsprechend seitens des Bundestages uns die ganzen Informationen zu haben, um diese ganzen Jahre noch mal rekapitulieren zu lassen und die ganzen verschiedenen Aspekte zu beleuchten, um eben daraus für die Zukunft zu lernen. Wie können Sie das dann ablehnen? Ja, das kann ich deshalb so begründen. Dieses Instrument eines Untersuchungsausschusses oder dass man sich zusammensetzt, es muss nicht unbedingt ein Untersuchungsausschuss sein, aber ich denke schon, dass es eine Aufarbeitung bedarf. Da sind wir komplett beieinander. Aber natürlich, wenn ich lese, was in Ihrem Antrag drin ist, was hier auch schon, obwohl man die Diskussion noch gar nicht geführt hat, was man hier unterstellt, ist eine Melodie, die mir nicht gefällt. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Der Untersuchungsausschuss zu Corona wird abgelehnt von der Union, weil die Melodie nicht passt. Kein Argument scheint Ihnen zu billig, um die Aufklärung zu verhindern. Aber wir von der AfD werden alles weiterhin daran setzen, dass diese Jahre aufgeklärt werden. Und wir wissen, dass da draußen viele Netzwerke, viele Menschen weiter bestrebt sind, diese Jahre aufzuarbeiten, damit solch massive Grundrechtseingriffe nie wieder stattfinden können, wie in den letzten 3 Jahren.